Es macht mir bis Akt 5. Der Phönix. Oh nein, wieder auferstanden. Es macht mir ein bisschen Angst, wie sehr ich das Spiel einfach, also wie sehr ich nachvollziehen kann, was gleich passiert. Ich habe das Gefühl, es sagt zu viel über meine Psyche aus. Gloria? Gloria! Es muss Bob sein, oder? Bist du verletzt? Aldo? Es ist egal, es war ein Mann. Passt schon. Hallo, Gabinio. Teilen ist immer gut. Du hast gesagt, dass wir klein waren. Oh, hallo, Monsieur Riviera. Was? Was? Geralt von Riva? Oh, sieht aus wie eine Geisha-Puppe. Nicht eine Geisha-Puppe, diese komischen Puppen. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Mit gebrochenen Beinen kann sie immer nicht weglaufen. Das erinnert mich so an Misery. Alles in Ordnung, mir geht es gut. Ganz sicher, ich will nicht, dass du bei deinem ersten Auftritt ohnmächtig wirst. Matroschka, nee, die japanischen Puppen. Aber es ist ein Kimono. Das wäre dann etwas zu dramatisch. Mir geht es gut, ehrlich. Das sind nur die Nerven und mein leerer Magen. Verstehe, dann wirst du dich wenigstens nicht auf der Bühne übergeben. Man kann auch mit einem leeren Magen kotzen, da kommt halt nur Magensäure raus. Ich erinnere mich noch an mein Debüt. Als ich auf die Bühne ging, war ich so nervös, dass mir die Hände zitterten. Auf die Bühne? Also waren Sie früher ein Darsteller? Schwer zu glauben, oder? Mit 17 zog ich aus meinem Elternhaus in Dünkirchen aus. Ich wollte Künstler werden. In Paris verhalf mir ein Freund zu meinem ersten Auftritt als Tänzer. Ich musste bezüglich meines Alters lügen. 2 Jahre später hatte ich meine erste Show in Black Swan. Damals nahm ich den Namen Aldo Riviera an. Ja, Pantroschka. Ah. Ja, Toschka. Was ist mit euch? No Troschka. Warum haben Sie das Tanzen aufgegeben? Wie alt bist du? 20. Ich war auch 20. Sehr lange sogar. Dann wachst du eines Tages auf und 2 Jahrzehnte sind vergangen. Dein Ehrgeiz ist weg. Genau wie der Glanz in deinen Augen. Und dein Anzug steht dir besser als ein Korsett. Ich habe noch nie einen Anzug probiert. Sind Sie jemals zurückgekehrt? Auf die Bühne? Nein, nach Dünkirchen, in Ihr Elternhaus. Das haben wir aufgebaut. Dünkirchen haben wir aufgebaut, ne? Hast du schon. Ja, haben wir, ne? Ich habe nie. Sie wollten nicht. Die Zeit ist ein knappes Gut, das uns allen leicht entgleitet. Egal, du gibst heute Abend dein Debüt im Black Swan. Und ich habe einen Rat für dich. Dein Herz wird wie verrückt schlagen. Das lässt sich nicht ändern. Sei es aus Angst oder aus Mut, die Symptome sind dieselben. Stell dir dein Herz als aufsteigenden Phönix vor, der deine Brust mit Mut füllt und dich gen Himmel hebt. Angst ist es nur dann, wenn du fällst. Ich werde mein Bestes geben, Monsieur Riviera. Bitte, nenn mich einfach Aldo. Naja, ist halt alt geworden, ne? Liebe Freunde. Achso, ich muss klicken, alles gut. Ladies und Gentlemen, liebe Freunde. Deine Lungen ringen nach Luft. Sie beehrt uns zum ersten Mal überhaupt die Bühne. Sie beehrt heute zum ersten Mal überhaupt die Bühne des Black Swan. Schmetterlinge schlagen in deinem Bauch rückwärts, Salty. Bitte heißen Sie sie herzlich willkommen. Dein Herz pocht wie verrückt. Die temperamentvolle, die bezaubernde. Ziehst du dich zurück, gewinnt die Angst. Stellst du dich der Herausforderung, beweist du deinen Mut. Madame Gloria! Wow. Hä? Das neue. Hä? Ich weiß nicht, welche. Okay, rot ist links. Ich kann nicht so schnell drücken. Ach, den darf ich nicht, wenn da ein Mensch drauf ist. Wer ist denn da drauf? Ich sehe es nicht. Es ist alles verschwommen. Ich sehe. Hä, ich hab doch gar nicht gedrückt als der. Hallo?
Das habe ich nicht gesehen, das war was. 5 Sterne! Ich war irgendwie, du verschiedene Stimmen imitierst. Meinst du das mit vollem Mund sprechen? Kann ich gut nachmachen, ne? Als ob ich was essen würde. Vielleicht hätte ich scheiße sein sollen, dann hätte er sich nicht mehr in mich verliebt. Bin's nur ich, oder? Sieht Bob irgendwie fies aus. Der sah doch davor voll nett aus, oder? Und jetzt hat er diesen... Davor war der doch eher so ein... So einfach so lieb. Ein bisschen dümmlich, aber lieb, oder nicht? Er hat sich verändert, ja, ne? Bist du ein... Nein, nein, nein. Der hat sich verändert, alle sagen das. Ja, alle sagen, ja. Ist alles in Ordnung, Gloria? Und ihr sagt, er war schon immer so? Er hat noch nie mit Schmerztabletten nach mir geworfen. Haben wir da rot an der Stirn, weil wir bluten? Ist der eine rote Pixel Blut? Was ja auch gemeint ist. Ja, ich wollte ja auch nicht. Eine Dose Ravioli! Na, Dosen Ravioli? Na? Also... Jetzt verstehe ich auch, warum du das nicht so schlimm fandest. Weil du würdest dich voll, also wohlfühlen da, hä? Endlich gutes Essen. Hier muss die nächsten 2 Tage reichen. Du hast schließlich gesagt, du willst wie eine Gefangene behandelt werden, oder? Wie konntest du nur? Wie konnte ich was? Oh nein. Diesen Raum für dich einrichten und vorbereiten? Keine Kosten und Mühen scheuen, um dich aus deinem elenden Leben zu retten? Mich um dich kümmern, für dich kochen, jeden Tag deinen Müll entsorgen, ganze 5 Monate lang? Klar! Oh, danke schön, Vanitas, für den Raid. Ich find's schön, wie ihr diese Tatsachen so verdreht. Schön, ganz toll, ganz super toll. Hallo Vanitas und hallo liebe Raider. Was habt ihr Schönes gemacht? Wie war das Stream? Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Gut, Mensch, Herr Bob, ja. Ich. Der Hausherr und sein Diener Bob. Ein raffiniertes Spiel mit verschiedenen Masken und Persönlichkeiten. Keine freien Wochenenden. Kein Urlaub in Sicht. Das ist doch Wahnsinn. Ich weiß ja nicht mal, ob du wirklich Bob heißt. Oder ob du hier vor mir schon einen anderen eingesperrt hast. Okay, gut. Mag sein, dass ich dich getäuscht habe. Meinetwegen, böser Bob. Aber wäre ich von Anfang an ehrlich zu dir gewesen, hättest du mir nie zugehört. Mir blieb keine andere Wahl. Du hast mir mein Leben geraubt. Hast mir alles genommen, meine Hoffnung und Träume zerstört. Wie ironisch. Solche Worte von der Frau zu hören, die mir Hoffnung gemacht und dann das Herz gebrochen hat. Oh Gott. Oh mein Gott. Die haben nur viel gespielt und deinen Hardcore-Charakter verloren. Ruhe in Frieden. Das ist kein cozy Game. Hab euch gewarnt. Voll auf Kopf. Ich find's schön. Also ganz ehrlich. Oh. Hallo Ronin Gameplay. Halt die Klappe! Dein Ego bringt mich noch um, Gloria. Es gibt jetzt leider kein Zurück mehr. Halt die Klappe, Bob! Oder wer auch immer du wirklich bist. Für dich bin ich jetzt Hausherr, Bob. Also achte besser auf deinen Ton. Leck mich, Hausherr, Bob! Hey, sie nennt ihn immerhin so. Vorsicht, die Kamera war teuer. Scheiß auf deine Kamera! Gloria! Wag es bloß... Das hatte ich schon. Viel früher machen sollen! Sie ist aber auch undankbar, ja. Gloglo! Gloria!
Sie kann mich nicht hören. Gloglo! Wir sind hier! Wir können ihr gerade leider nicht helfen. Aber sie sieht traurig aus. Wir müssen ihr helfen. Gloria hat wahren Mut bewiesen. Sie hat mehr erreicht, als sie sich selbst zugetraut hätte. Doch ich fürchte, das alles hat sie destabilisiert. Debazilisiert? Sie braucht Zeit, um alles zu verarbeiten. Neu zu bewerten. Vielleicht muss sie ja Stretching machen. Sowas brauchen Erwachsene, weißt du? Haha, ja, vielleicht. Bob ruft die Polizei, das ist Sachbeschädigung. Ja. Lassen wir sie vorerst einfach in Ruhe. Okay. Werden wir Gloglo wiedersehen? Sie wird uns finden, wenn sie uns braucht. Sag mal, magst du lieber Piraten oder Zauberer? Keine einfache Frage. Ich mag lieber Piraten. Papageien sind lustiger als Tauben. Touché. Snacken, lass dir schmecken. Und nochmal danke für den Raid, Vanitas. Oh! Die Dosen-Ravioli sind wieder zurückgerollt. Oh, ey, voll der Luxus. Nur noch Dosen-Ravioli, nicht mehr diese blöden Sahnekuchen. Erkennst du ihn, Gloria? Den wohligen Duft luftiger Pfannkuchen, frisch aus der Pfanne. Entschuldige, dass ich in letzter Zeit kaum hier war. Ich hatte viel zu tun. Und du, was gibt es Neues? Wir haben uns auseinandergelebt, glaube ich, Bob. Köstlich. Du hast deine letzte Dose Ravioli gar nicht angerührt. Ein Hungerstreik wird dir auch nicht helfen. Soll ich dir vielleicht etwas vorlesen? Genau wie früher. Kunst und Unterhaltung aus der März-Ausgabe. Der Frühlingsmonat März. Die Blumen blühen und die Vögel singen. Okay, mal sehen. Was Urlaub ist die Zeit, die ein arbeitsfähiger Arbeitnehmer, Beamter oder auch Selbstständiger von seinem Arbeitsplatz berechtigt fernbleibt, obwohl nach Tages- und Wochenzeit eigentlich Arbeitsleistungen zu erbringen wären. Die beiden erstgenannten Personengruppen benötigen hierfür die Genehmigung ihres Arbeitgebers bzw. Dienstherrn, Hausherr. Dieser kann den Urlaub unter Vorzahlung und wie unter Wegfall der Bezüge gewähren. So einen tollen Urlaub wie Gloria hat hier niemand. Hä? Also in meinem Stream Urlaub zu machen ist fast so gut wie Glorias Urlaub. Also kommt schon. Filmtheater. Aldo Riviera, der Direktor des Black Swan, hat eine US-Tournee seiner Tanztruppe angekündigt, die von dem aufstrebenden Star Christa Chanel angeführt wird. Mehrere Termine stehen bereits fest, unter anderem Auftritte in New York und Las Vegas. Unglaublich! Die Amerikaner werden Mademoiselle Chanel lieben. Sie ist eine herausragende Tänzerin. Blödsinn. Was gibt es sonst noch? Oh. Oh, hier steht etwas über die frühere Operntänzerin Victoria Fontaine. Fontaine, der Name sagt mir was. La Fontaine! Ist das nicht deine Mutter? Spar dir die Frage, du weißt doch sowieso alles über mich. Sie war 64. Dass ihr letzter Vorhang schon in so jungem Alter fällt. Was? Gib das sofort her! Wie tragisch. Immerhin hatte sie eine denkwürdige Karriere. Du Arschloch, du lügst, ich weiß es! Ach ja. Ist es nun Wahrheit oder Lüge? Güte oder Bosheit? Es macht nicht den geringsten Unterschied. Du begegnest mir immer nur mit Verachtung. Du solltest die Ravioli essen. Ich bring dir nämlich nichts anderes mehr. So ist es gut. Braves Mädchen.
Wie kriegen wir die eigentlich auf? Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Ich könnte ihm sagen, dass es mir leid tut. Dass es mir hier eigentlich noch doch ziemlich gut geht. Nur das mit der Kamera war wirklich etwas übertrieben. Solange ich mich benehme, wird er mich schon am Leben halten, oder? Woher hat er eigentlich das Geld? Alles in Ordnung. Eines Tages wird ihm klar werden, dass es besser ist, mich gehen zu lassen. Vielleicht findet mich ja auch die Polizei. Wer weiß. Geduld und Respekt, mehr brauche ich nicht. Die Actionheldin spielen? Das ist der schnellste Weg auf den Friedhof. Ich komme ohnehin nicht von ihr weg. Ich sitze hier eh fest, also was bringt es, wenn ich mir Sorgen mache? Tja. Scheiße. Das sagst du, kannst aber, also laut sagen kannst du das aber. Na gut, sehr einfach gemacht. Könnte ertrinken. Damit wären alle Probleme gelöst. Boah, du da oben siehst vielversprechend aus. Da will ich hin. So jung, so talentiert. Sinke ich auf den Grund. Oh, das ist aber hübsch geworden da. Ich will mal zu dem Weißen mit dem, was er auch immer in der Hand hat. Hallo? Schau dir nur dieses Tor an. Ich würde jemanden umbringen, um in dieses Schloss zu kommen. Ich glaube, sie sagen es gleich, wie sonst auch. Das wundert mich, weil sie haben eine Zeit lang gar nichts gesagt. Hallo? Oho, wen haben wir denn hier? Die Grazie von Faubourg? Mademoiselle Gloria? Hallo, Monsieur Magier? Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Sie in letzter Zeit ein paar riskante Spielchen spielen. Wie meinen Sie das? Sie wissen schon, wir alle halten uns gern für die Flamme, aber eigentlich sind die meisten von uns nur das Wachs. Oh, nein! Wie wäre es mit einem Spiel? Danach sollten Sie sich richtig gut fühlen. Klar, warum nicht? Nein, ich wollte gar nicht. Fantastisch, möge der Spaß weggehen. Ich wollte doch einfach nur skippen, dass der Text dasteht. Hallo, Viridis. Ravioli, die richtige Ernährung. Tüte Cornflakes reicht vollkommen. Ein Riesenspaß. Oh nein. Das ist ja alles durcheinander. Nee, das könnt ihr knicken. Also jetzt habe ich gar keine Ahnung. Aber eigentlich... Ach, ich habe ja jetzt die Cheats. Hä? Da sind keine Cheats mehr. Vielleicht gewinnen sie ja doch noch. Ich habe doch schon gewonnen. Hat sich was bewegt? Bewegt sich erst was, wenn... Warte mal, ich will das... Es bewegt sich nichts. Es bewegt sich nichts mehr. Egal. Oh je, da haben sie sich vielleicht ein bisschen übernommen. Aber nächstes Mal klappt es bestimmt, da bin ich mir sicher. Noch eine Runde? Nein. Mademoiselle G. Punkt. Was? Merken Sie sich noch eines. Schafe ziehen gegen Wölfe immer den Kürzeren. Ich dachte, aber das hat doch so geblubbelt. Das war doch, also das hat doch angezeigt, was richtig ist und was nicht. Bin verwirrt.
Ich habe dann erstmal die Herzen verloren, weil ich dachte, okay, vielleicht beim letzten Herz. Und letztes Mal hat es. Ja, aber das habe ich ja versucht, locker. Also ich hatte ja dann nur noch ein Herz. Genauso wie beim anderen. Und da hat aber auch nichts geblubbelt. Frühjahr 1990, Paris, New York, mit Christa Chanel in der Hauptrolle. Diese dumme Christa, ne? Das war unser Platz. Unsere Karriere. Die hat sie uns weggenommen, die blöde Kuh. Ja, ja, aber also wie gesagt, ich hatte ja jetzt auch irgendwann nur noch ein Herz übrig, genauso wie beim ersten Mal. Und da hat sich auch nichts geändert. Deswegen habe ich ja also einfach so gedrückt, als ich gemerkt habe, da war nichts, um es zu testen, aber... Hat sich nichts geändert. Oh no. Oh no. Ah! Do you want to verarsch me, please? Wow, ich bin einfach ein Gott. Pro-Gamer. Skill-Nalia. Aha. Oh, Bob. Was machst du denn hier? Hallo, Gloria. Hallo. Hallo, Leute. Nehme ich die jetzt mit und springe und dann kommen die nicht mit oder so? Nee, die kommen auch so nicht mit. Da oben ist die blöde Kamera. Hier sind Augen und manche leuchten und manche nicht. Aber irgendwie... Ich kann ja nichts machen. Ich kann nicht gehen. Ein Pop-Meeting hier wirklich. Ich dachte halt, ich muss sie irgendwo hinbringen, aber das. Also, ich wüsste jetzt nicht wo. Ach so! Einfach Bob. Das ist also dein Dank. Was? Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Also, ich weiß ja ganz klar, dass die nicht echt sein können. Und ich möchte nicht, dass es so billige Fakes von meinem echten, einzig und wahren, alleinigen, wundervollen Bobmann Bob gibt. Die schillerndsten Masken und die härtesten Schalen verbergen mitunter den verdorbensten Kern. Und jetzt? Ich kann da nicht rein. Nee. Ach, jetzt? Ach, von der Seite geht's. Entschuldigung. Gut so. Ja. Ab ins Endloch. Sieht ein bisschen aus wie dem Virus. Oder? Soll das Corona da stehen? Oder einfach irgendein Virus. Was ist mit der Musik? Oh, das sind wir mit unserem Tanzkleid. Sieht aus wie Eiswürfel. Oh, du bist auch da? Schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Die hat kein Gesicht, du... Naja. Warte mal, das ist der Müllschlucker. Warum ist sie im Bauch des Müllschluckers? Egal. Ich frag nicht weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zum letzten Mal einen Sonnenaufgang gesehen habe. Hm.
Also ich weiß, das klingt jetzt seltsam, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wird jetzt Psycho. Ich sollte jetzt vielleicht nicht das Licht ausmachen. Ich will, dass du jetzt erst... Ja, ich glaube, jetzt wird's Psycho. Das war einmal sein Revier, aber jetzt ist es meins. Ich übernehme das Ruder. Seine Kraft und sein Gewicht werden ihm nichts nützen. Und wir werden sehen, wessen Angst der schlimmste Feind ist. Wie sie sich da... Mir hat der Tokosi-Teil so gut gefallen. Ja, verstehe ich. Mit all meiner Kraft. Mit Feuer im Herzen. Mädels, zeig ihnen, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Ich muss einfach warten, bis sie mich reinlaufen, richtig? Laufen die zu mir? Was passiert, wenn ich die nicht aufsammle? Ich werde diese Gitterstäbe aufbiegen. Ach so. Ich weiß, ich kann es. Die Bühne wird mir nicht, wird mich nicht verschlingen. Ich habe das Gefühl, ich komme hier nicht durch. Der Wind hebt mich. Mit all meiner Wut. Kommen da immer... Ich glaube, es ist unendlich, ne? Zeig ihnen, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Aus meinem nicht. Hä? Weiß ich doch. Was passiert, wenn die mich kriegt? Hier, ich habe Holz. Ich habe Holz an der Pumpe. Ja gut, dann krabbelt die halt. Geh hier lang. Wow, vor meinem Roten. Ach ja, da kann er ja, oh Gott. Der ist gemein, der spawnt in mir. Das wird echt immer fieser, ne? Hallo, Püppchen! Der Kompass rührt, fühlt mich. Hä? Was? Was ist gerade passiert? Ich hab gerade gelesen, was. Hat mich gerade die Puppe gegessen? Frisst mich die Puppe einfach? Oh! Warum will mich hier eigentlich alles töten? Thank you.
Jetzt ist blöd. Das habe ich jetzt verkackt. Du müsstest bitte da, also da unten, da durch und so. Nee, da. Und da rechts musst du runter. Ich hätte es schnell machen sollen, dann hätte ich es schon längst geschafft. Ja, und jetzt nach unten. Genau, jetzt nach... Nee, jetzt nach unten! Einfach in einem durchmachen sollen. Aber ich trau mich da nicht. Badewanne ist voll. Darf ich jetzt baden gehen? Ich will nicht mehr mit Püppchen spielen. Oh Gott, was macht die jetzt? Okay. Sie buggelt auf jeden Fall ein bisschen rum. Alles gut. Oh mein Gott. Sie läuft schon schneller nach der Ravioli. Geht! Kann ich nicht ausmachen. Okay, alles gut. Oh. Oh, es blubbelt. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache, aber es irritiert mich zutiefst. Ich habe eine Armee von Glorias. Mich kann nichts aufhalten. Ich laufe durch Blut. Aber es tut mir gut. Denn ich habe den Mut und auch diese Wut. Okay. Keine Ahnung. Ich habe auch Tut nicht genommen. Ich habe da so ein paar Sachen noch offen gelassen. Okay, sehr tief. Woran habe ich gesehen, dass ich da sterbe? Ah, die Blubbels. Ich darf nicht in die Blubbels laufen. Muss zwischen Blubbels laufen. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Und dann dahin? Ja. Und da drauf. Danke. Mit Rapper immer. Immer. Ich habe das Gefühl, also irgendwie fühlt sich so nach, wir bewegen uns gerade aufs Finale zu an, oder? Sollen wir noch was essen, bevor wir nach Hause gehen? Hast du gehört, was mit dir passiert ist? Ja, aber irgendwie hat sie es verdient. Ah, krass, Alter, wie ich die einfach aus dem Weg schubsen kann. Haha, haut ab. Pass auf, wo du hintrittst. Jetzt passt du doch mal auf. Lass mich doch mal durch jetzt. Aui, nein. Sieht toll aus. Ja, ja, danke. Danke, habe ich gestern erst gekauft. Scheiße auf Chirac. Das Pariser Nachtleben ist was? Hey, immer langsamer, Mademoiselle. Na, dann mach doch mal Platz jetzt. Hast du mal eine Kippe? Ah. Für wen hält die sich eigentlich? Bitches, ich schreibe dich einfach nochmal an.
Ich bin Münchnerin. Ich bin also den Nahverkehr gewöhnt, um da rumzuschreien und Platz zu kriegen, ja? Scheiße. Haha, Joy! ich soll jetzt Joy retten? Warum? Warum? Kann ich deine Nummer haben? Oh, Sherry. Oh mein Gott, das ist unangenehm. Verdammt, ich zittere ja. Danke. Ja, wir haben ihn doch kennengelernt und waren die Einzige, die ihr geholfen hat, als irgendjemand sie an die Wand gedrückt hat in einem Zug. Ja! Alles in Ordnung? Ja, ich denke schon. Willst du hier raus? Frische Luft schnappen? Klar. Ich heiße übrigens Gloria. Hi Gloria, ich heiße Joy. Hier war ich vorher noch nie. Ist schön hier. Richtig idyllisch. Die Station Bozaris. Bozari? Der höchste Punkt, das Park... Battes. Das Parkhinterns, Chaumont. Ich komme hierher, wenn mir alles zu viel wird. Ach, sowas kommt vor? Nein, Joy, du bist die Einzige, die Scheiße im Leben erlebt. Nee, sowas kommt natürlich nicht vor. Chat, ihr habt auch noch nie irgendwie so einen Moment gehabt, wo euch alles zu viel war, oder? Ja, ziemlich oft sogar. Ich tue so, als wäre ich tough, aber das ist alles nur gespielt. Es passt aber zu dir. Spiel diese Rolle lange genug und sie geht dir in Fleisch und Blut über. Ja, man muss sich nur lang genug anlügen und dann wird man es auch. So, Selbstbewusstsein hatte ich nie. Ich habe dann immer so getan, als hätte ich's. Und jetzt ist es wirklich so, dass mir einfach scheißegal ist, wenn irgendjemand... Also, wisst ihr? Also in den meisten Fällen. Also natürlich ist man auch nicht immer... Also, aber sich anlügen hilft voll gut. Nö, nie. Das wusste ich doch. Wart nur ab und du wirst sehen, ob es so kommt. Weißt du was, Gloria? Vielleicht werde ich das. Oh, Mondstein, flieg und sieg, wir verwandeln uns. Was sammeln wir eigentlich? Ist das eine Therapiesitzung, die wir durchleben? Seht ihr, wie wenig ich heute getrunken habe? Ich komme nicht zum Trinken, Chat. Ich habe alles dafür getan, dass es funktioniert. Alles. Ich bin kreativ, einfallsreich. Vielleicht sogar ein Künstler auf eine gewisse Art. Ja, das denkst du vielleicht, aber frag mal die KSK. Ich bin Bob. Ich bin Bob. Aber mir gehen die Ideen aus. Ich weiß nur eines. Je mehr ich mich anstrenge, desto schlimmer wird es. Und ich halte es nicht mehr... Oh nein. Oh nein. Nur ein Wort, Gloria. Da ist so viel Platz im Bett. Ich muss nur ein Wort von dir hören. Sag einfach dieses Wort und ich schlitze mir die Kehle auf. Ich blöffe nicht. Wenn es das ist, was du willst, dann solltest du es haben. Also wenn er tot ist, kommen wir raus. Schlitz und auf Nimmerwiedersehen, Bob. Wenn ich es wollte, könnte ich dieses Messer auch auf dich richten. 100 Mal auf dich einstechen, jetzt sofort. Aber das werde ich nicht tun. Du bedeutest mir zu viel. Wie wäre es mit einer neuen Perspektive?
Ach, Gloria. Ist es verrückt zu glauben, nochmal von vorne anfangen? Ach, Gloria, gib mir noch eine Chance und mach mich zum glücklichsten Mann der Welt. Mehr verlange ich nicht, nur eine Chance, dir mein wahres Ich zu zeigen, mein gutes Ich. Es ist echt unangenehm, können wir damit aufhören? Ich wünsche dir erstmal eine gute Nacht, aber bitte denk darüber nach, Gloria. Für mich. Niemals. Gloria? Ich werde dich niemals lieben. Wir sind beide auf unserer Seite dieser Tür gefangen und am Ende wird einer von uns in seinem Gefängnis sterben. Nein. Naja, wenn er stirbt, bist du am Arsch. Nur so. Es gibt Physics. Finde ich gut, dass sie darauf geachtet haben. Zumindest wenn die Tür zu ist. Ja. Da sind Nippel! Hey, wie läuft das denn so? Joy? Oh, hey. Ach, sie ist wieder da. Okay. Das sieht ja köstlich aus. Sieht aus, als hättest du die Gunst deines Ritters zurückerlangt. Ja, super. Wir vermissen dich da draußen. Ich weiß. Sie hat nicht mal Blubbelblasen bekommen von ihm. Ganz ehrlich, und ihr feiert Bob so. Er hat sie letzte Nacht geöffnet. Die Zellentür, meine ich. Das ist doch gut, oder? Er war auf den Knien und weinte. Oh, das ist definitiv gut. Ich war unter meiner Decke, wie erstarrt, aber ich glaube, er hatte ein Messer. Das ist... Wow, scheiße. Es war, als wüsste er nicht, ob er mir die Kehle aufschlitzen soll oder sich. Ha, warum nicht beides. Was? Leck mich. Ja, wirklich, du blöde Kuh. Hallo, Sorndiver. Ha, humorloses Publikum. Hättest du Humor an ihrer Stelle... Boah, nee, also Joy, ganz ehrlich. Also ich will jetzt was sagen, aber das sage ich nicht, weil, also... Niemand hat verdient, was dir angetan hätte werden sollen. Deswegen natürlich war gut, dass wir dir geholfen haben. Aber ganz ehrlich, pass auf. Ich weiß trotzdem nicht, was ich tun würde, wenn ich die Chance dazu hätte. Würde ich ihn angreifen oder versuchen, ihn zu töten? Ich hoffe, das hier ist rein hypothetisch, aber die einzige richtige Antwort ist doch, das Schwein aufzuschlitzen. Aber diese Chance bekommt nicht von allein. Du musst sie erzwingen. Ich habe Angst, Joy. Du solltest das Wasser ausstellen. Ich habe verdammt große Angst. Achso, ich muss... Okay, ich habe damit gerechnet, dass sie erstmal was sagt. Wie immer halt. Was ich so verwirrend finde, es gibt so viele verschiedene Orte, an denen wir zuletzt waren und wo wir dann einfach weitermachen. Es ist, als wären wir 3000 verschiedene Personen. Grauschopf? Warte mal. Ich weiß nicht, was ich sonst drücken soll. So. Ich verstehe es nicht. Manchmal ist es Leertaste und manchmal ist es A. Ich bin verwirrt. Oh Gott, das war gerade ein Soundruckler der Größtleistung.
Hä, was mache ich hier? Ah, ich kann mehrmals drücken. Ach so. Hä? Was mache ich hier falsch? Ich weiß nicht, was gerade passiert. Hä? Ich bin... Hä? Da ist nochmal ein zweites A, aber hä? Ich kann nicht ein zweites Mal drücken. Ach so, ich muss ich den Rhythmus. Okay, wartet. Ich kann das nicht. Chat, Rhythmus spielen. Oh, ich muss an dieses Cozy Game denken. Das war falsch. Ey, ich will dich nie wiedersehen, Herz. Wirklich, ich will dich nie wiedersehen. Bitte komm nie wieder zurück. Jetzt noch eine Sneak-Passage kommt, sind wir im Arsch. Oder vielleicht noch ein bisschen Jump and Run oder so. Let's go. Oh, oh, wie schön. Ah, oh, das ist der, bitte irgendein Button klicken Screen. Oder ein Schieberätsel. Ne, da bin ich ja gut drin. Herz mit Schlagsahne. Hallo, 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 ja, ich komme morgen auch wieder. Ja, hallo. Hallo, ja, wartet, ich muss kurz durch den Bambus. Oh, Bambus. Das habe ich davor nicht wirklich wertschätzen können, weil, also das war ja, also ich muss ja auf die Bubbles achten und da gucke ich immer so. Und dann, es stellt nicht scharf. Kennt ihr das? Wenn ihr so, keine Ahnung, so so Rhythmus-Button, so Guitar Hero oder so, dann seht ihr nicht die einzelnen Buttons so scharf, sondern ihr seht so richtig verschwommen alles. Ich weiß nicht, ob das seltsam ist. Aber das ist bei mir so. Hallo, ja, ich sehe. Ich mach wieder. Wie, Fragezeichen, wie schlafen? Hä? Ich bin voll gut. Wieso darf ich das nicht drücken?
Sei es aus Angst oder aus Mut, die Symptome sind dieselben. Ich war doch gut, oder nicht? War ich nicht gut? Mann, heute kann man es auch... Also heutzutage kann man es niemandem mehr recht machen. Boah, das Publikum heute ist echt nicht gut. Aber also, heute gibt's viele Trommeln für euch, ne? Stell dir dein Herz als aufsteigenden Phönix vor. Ja, ja! Der deine Brust mit Mut füllt und dich gen Himmel hebt. Richte mal dein Kimono, die Dame. Da fällt gleich was raus. Oh mein Gott! Mann, der hat zweimal... Warte, kann ich das auch mit... Ja, damit geht auch, okay. Weil mein Cursor ist ja so schwierig. Also so einfach zu drücken. Und der macht dann zweimal, wo ich nur einmal ganz leicht dagegen. Und es ist nicht meine Ausrede. Mann, meine Augen werden müde. Warte, machen wir das gerade von vorne? Von ganz vorne machen wir das gerade? Pausen muss ich mich auch konzentrieren, weil es könnte ja trotzdem wieder was kommen. Ich weiß ja nicht, wann es weitergeht. Jetzt mach mal! Ich finde es so krass, dass sie weint und dann wischt sie es weg und dann sind plötzlich die schwarzen Tränen weg, also die Spuren. Und aber wenn sie weint, kommen sie wieder. Das ist so viel Detail. Boah, das war gemein. Ich habe keine Zeit, Zweien auszuweichen. Das geht so schnell. Und ich habe nicht geschafft, meinen Daumen nach rechts zu legen. Angst ist es nur dann, wenn du fällst. Schwan? Ihr habt echt schön getrommelt. Tut mir leid, dass ich euch ignorieren musste. Ich hatte Angst, was zu verpassen. Danke fürs Trommeln. Habt ihr schön gemacht.
Wieso sind wir aus Bobs Sicht? Danke. Das war nur wegen eures guten Trommelns, weil sonst hätte ich keinen Rhythmus gehabt, der vorgegeben wurde. Ihr habt sehr schön getrommelt, habt ihr. Gloria! Gloria! Oh nein. Wir tun nur so, oder? Ist die Puppe, richtig? Ja, ist die Puppe. Haha, und jetzt schwimm raus. Stech ihn. Ja, los. Los, Gloria. Los. Mach ihn fertig. Töte ihn. Du bist das Sumpfmonster. Zeig ihm, wer das Sumpfmonster ist. Was hältst du von dieser neuen Perspektive? Nicht Bob. Tani, das ist Stockholm-Syndrom, das du hast. Wieso hat sie noch Make-up? Warte mal, aber wenn du noch atmen konntest, warum sollte er tot sein? Hast du so eine krasse Lunge, oder was? Ich würde die Tür zumachen. Wir hätten glücklich werden können, gemeinsam.